Geh da rein! Ich hab nur Nudeln. Aber wie soll das hier schmecken? Ja, und so normale Spinelli oder so, wie die heißen. Aber ohne irgendeine Soße. Einfach nur pur. Sonst habe ich nichts zu Hause. So, Hyrule Gras. Nee, nicht Hyrule Gras. Hyrule Reis. Wie brauchen wir? Ah, noch 5. Hier. Was soll ich jetzt nehmen? Wo ist mein Hyrule-Reis? Zwei noch. Einen noch.
Nee, leider nicht. Hier muss man, um hier Geld zu machen, muss man Edelsteine verkaufen. Also hier diese. Also Rhodonit und Saphir und so weiter. Das Problem ist, diese Sachen braucht man auch noch, um Rüstung abzugraden, also. Und die sind auch noch so selten. Aber Rubine findet man im Gras sehr, sehr. Das Wow. Ich habe ein Problem, ich brauche ein Boot. Hoppala. Uiuiuiui. Bringen wir mal den schweren Schatz.
Hier, da sind auch wieder 5 Rubine drin. Oh nein, da ist der blaue Hummeranzug, ja. Na, wer kennt die noch? Wer weiß woher? Und wie gesagt, so ein Transmog wäre hier gar nicht so verkehrt. Gerade wegen solchen Outfits. Denn das kann ich jetzt nicht wirklich anziehen, weil ich dann sterbe. Was fleißig, wie ich sehe. Danke, dass du dich so sehr in die Arbeit reinkniest. Dann will ich mich mal in die Arbeit stürzen und gleich deine Baumstämme in Grundpfeiler verwandeln. Wärst du so lieb und würdest kurz hier warten? Ich verschaffe mir nur mal fix einen Überblick über den Zustand der Bausubstanz. Muss ich jetzt Angst haben? Alles geklärt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Die Grundpfeiler sind wie neu. Jetzt können wir uns an die restlichen Reparaturarbeiten machen. Insgesamt stehen 5 reparaturbedürftige Gebäude auf unseren Tagesordnung. Darunter sind 3 Betriebe, Gasthaus, Restaurant und Huhnspielladen. Ich ahne Fürchterliches. Sowie 2 stattliche Eigenheime. Das Haus des Dorfvorstehers und armes Haus. Bei jedem Gebäude gehen wir anders vor. Darum entscheide dich zuerst mal, welches du zuerst wieder aufbauen willst. Diele Pfosten Brett um Brett, so geht die Neugeburt von Angelstädt. Wo wollen wir denn mal anpacken? Ah. Oh, ein Geschäft also. Ja, sehr schön. Welches genau hattest du denn im Sinne? Das Gasthaus der Herr, gerne. Das Gasthaus befindet sich genau da. Es ist wohl für seine belebende Salzkuren bekannt, die jedem müden Reisenden wieder auf die Beine helfen. Was genau zu tun ist, besprechen wir aber am besten direkt auf der Baustelle, auch zum Gasthaus. Jawohl, einfach mir hinterher. Oh. Schwuppdiwupp, da wären wir. Wie du siehst, haben Mittelpfeiler und Wände nicht allzu viel abgekriegt. Aber innen drin hat sich Regenwasser angesammelt. Die Entwässerung wäre eigentlich kein Problem, aber solange da Trümmer drin sind, können wir nicht damit anfangen. Wir können froh sein, dass die Wände intakt sind. Sie einfach abzureißen ist also auch keine Option. Tja,
Das wird eine Heidenarbeit, aber uns bleibt wohl nichts übrig, als die Trümmer Stück für Stück von oben rauszuholen. Sobald das Zeug draus ist, fange ich mit dem Wiederaufbau an. Wenn wir uns reinknien, sind wir ratzfatz hier fertig. Raus damit. Vorsicht da draußen. Die Trümmerteilbeseitigung ist abgeschlossen, sehe ich das richtig? Den Rest erledige ich. Wenn es dir recht ist, mache ich mich gleich ans Werk. Yolanda, da da da, Yolanda, ua, ua. Oh Gott. Wer hämmert da? Da, 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 Yolanda, Schubidi-Bubidi. Und schleichend drauf, alles fertig. Jeder staunt der Fachmann und das Gesellchen wundert sich. Wunderhübsch, das Gasthaus ist bereit für neue Herbergstaten. Jetzt muss ich nur noch die Betriebsleitung zeigen. Ich werde verrückt, träume ich? Die Seeräuber hatten mein Gasthaus doch dem Erdboden gleichgemacht, oder? Und jetzt sieht es wieder aus wie zu seinen besten Zeiten. Ma! Sagt, wollt ihr das? Habt ihr es wieder aufgebaut? Ihr müsst wissen, ich bin weit nach Südwesten geflohen, bis nach Gerudo. Aber dort gibt's nur Sand, Sand, Sand. Das Meer hat mir so sehr gefehlt, da wollte ich nur kurz hier vorbeischauen und dann das. Das Gasthaus, schöner als zuvor. Ich bin ganz hin und weg vor Glück. Ah. Achso, Moment. Dann habt ihr ja eine Belohnung von mir verdient. Diese kleine Spezialität musste ich wohl oder übel erwerben, als ich mich in der Fremde in Sicherheit bringen musste. Ich möchte euch herzlich einladen, eine unserer berühmteren Salzkuren zu genießen. Mein Gasthaus ist wieder geöffnet, und zwar ab heute. Aber keine Müdigkeit vor Schützen, ja? Wir haben schließlich noch nicht alle Gebäude wieder aufgebaut. Und wir wollen doch das ganze Dorf wieder in Glanz von früher erstrahlt. Mohawk. Diele, Pfosten, Brett für und Brett, ja. Das Restaurant soll wieder stehen? Wie? Aber gerne doch. Hier hätten wir das Restaurant. Sein Name lautet Schlemmerbucht. Und einst verwöhnte es Gäste des Dorfes mit Köstlichkeiten aus aller Welt. Eine Überblick.
Über die notwendigen Arbeiten sollten wir uns aber vor Ort verschaffen. Auf zum Restaurant. Jawohl, einfach mir hinterher. Oh. Schwuppdiwupp, da wären wir. Der Mittelpfeiler ist hinüber. Wir brauchen also dringend Ersatz für diese bautechnische unerlässliche Stützelement. Die Grundpfeiler habe ich mit den Stämmen von dir schon angespitzt, in den Boden gerammt. Jetzt bist du wieder dran. Ah. Schau doch mal, das Haus dort drüben. Wenn wir so einen Palmstand auch hier in der Mitte reinbekommen, sind wir im Handumdrehen fertig. Siehst du die Löcher im Dachfirst und im Boden? Da sollte unsere Palme perfekt hineinpassen. Oh. Der Palmstamm sollte so gerade wie möglich sein. Bald erstrahlt all dieses Gebäudchen wieder in ihrem alten Glanz. Wie wär's, wenn du deinen Müll mal hier bewältigst, schaffst, Mann? Du kann ich da doch nichts in die Mitte stampfen. So, du brauchst eine Palme? Ich glaube, ich weiß, wozu die Kisten gedacht sind. Damit ich die Palme da oben reinstupfen kann. Oho, perfekt. Einen schöneren neuen Mittelpfeiler kann man sich gar nicht vorstellen. Den Rest erledige ich, wenn es dir recht ist. Ich mache mich gleich ans Werk. Ein Schleifchen drauf, alles fertig. Reizend habe ich das gemacht, wenn ich das so frei sein darf. Nur was tun wir wegen des Besitzers? Es kann ja schließlich Monate dauern oder Jahre, bis er... Irre? Ich sehe Gespenster! Wie kann das sein? Das Lokal war doch komplett tramponiert. Wo kommt ihr eigentlich alle her? Warum kommt ihr eigentlich alle jetzt? Komm mal, Bruder Herz, unser Haus ist auch wieder neu. Eigentlich wollte ich ja bloß schauen kommen, wie ruiniert unser Restaurant und unser Haus mittlerweile sind. Ja, die haben natürlich alle keine Infos, dass die Monster getötet wurden, aber die wollten mal nachsehen, ne? Und dann sowas. Ihr seid die Besten, hier eine Belohnung. Hi. Es handelt sich um eines der Gerichte in unserem Restaurant, die wir unseren Gästen am häufigsten empfehlen. Doch natürlich bist du bei uns auch jederzeit herzlich willkommen, wenn der Hunger dich packt. Ich kann dir Gerichten vorsetzen,
die sich dein Gaumen nicht einmal erträumen kann. Endlich ist die Schlemmerbucht wieder geöffnet, und zwar ab sofort. Aber keine Müdigkeit vorschützen, ja? Jetzt ist ein Wohnhaus dran. Das vom Dorfvorsteher. Oho, des Dorfvorstehers trautes Heim, also wie? Lass mich raten, er braucht auch die Aufbaustelle des Hauses von Dorfvorsteher befindet sich genau hier. Hier wohnt er, der gute Dorfvorsteher. Er und seine Familie und auch mich hatte er netterweise hier logieren lassen. Es war so gemütlich und sogar etwas von Prinzessin Zelda persönlich war hier ausgestellt, diese schrecklichen Monster. Auf der Baustelle kann ich dir sicher am schnellsten erklären, was zu tun ist. Gehen wir zum Haus des Dorfvorstehers. Ich weiß schon, was zu tun ist. Oh.